In und um Marburg liegt das Einsatzgebiet der unerschrockenen Lahntaucher. Einsatzleiter Matthias Meder und eine Gruppe Freiwilliger, die die Lahn von Schrott und Müll befreien. Die Leute schmeißen den wildesten Kram rein. Wir haben eine IKEA-Tüte mit mehreren Autobatterien gefunden oder halt auch Altöl, Kanister, irgendwelche Spraydosen. Und das sind halt Sachen, die super schädlich dann sind fürs Ökosystem. Darum geht es ja im Endeffekt, dass wir das hier rausholen, um der Natur was Gutes zu tun und um auch darauf aufmerksam zu machen, was da eigentlich alles drin liegt, was man eben nicht so sieht. Packt dann bitte wieder die grünen Matten. Viele Teammitglieder sind Biologiestudenten und kennen sich bereits seit mehreren Jahren. Habt ihr schon ausgemacht, wer mit wem auf dem Boot sein will? Ja. Ja. Okay, dann Dennis und Ronja, könnt ihr gerne schon mal starten. Soll ich euch was anreichen? 12 Grad Außentemperatur, kein Badewetter. Also Herausforderung Nummer 1 ist heute definitiv die Kälte. Ich denke mal, wir haben eine Wassertemperatur unter 10 Grad und wenn wir da mehr als 2 Stunden drin sind, das ist schon grenzwertig. Wir trainieren das auch mit Eisbaden, aber trotzdem ist das so der limitierende Faktor heute. Die Aktion hat noch nicht mal richtig begonnen. Da zieht Ronja Sommerfeld vom Bergungsteam das erste Fundstück an Land. So, wir haben hier gleich das erste Fahrrad geborgen. Das ist wirklich sehr typisch, weil Fahrräder finden wir unglaublich viele. Aber dass wir gleich hier schon quasi direkt an Land schon eins haben, ist ja perfekt. So, können wir es nämlich auch gleich hier lassen. Die Helfer lagern den gesammelten Müll am Ufer. Dort holen ihn Müllwerke der Stadt Marburg am Tag darauf ab. Jetzt fängt der Einsatz so richtig an. Mit 2 Tretbooten schippern sie die Lahn entlang zum ersten Suchort. Ja, wir fahren jetzt zu der Fußgängerbrücke da drüben. Da vermuten wir, dass da schon auch immer wieder mal Müll reingeschmissen wird. Und werden wir jetzt sehen, was wir da unter Wasser finden können. Letzte Absprachen, bevor es ins Wasser geht. Relativ Routine reinkommt, dass wir nicht so viele Standzeiten haben. Ja. Weil wir sind schon 3 Leute, dann kann eigentlich schon direkt der Nächste nachtauchen. Das ist relativ safe. Auch die Sicht heute ist mega. Also da müssen wir uns keine Gedanken drum machen, dass wir uns da nicht wiederfinden. Annika Sommerfeld, Noah Buhnmar und Matthias Meder sind Apnoe-Taucher. Sie tauchen ohne Sauerstoffflasche und tragen weiße Flossen. So sind sie auch unter Wasser sichtbar. Nach wenigen Minuten die erste Beute. Was habt ihr jetzt gefunden? Also irgendwas Schweres? Halber LKW-Reifen. So, Bergeseil, Adoa. Ronja, du guckst, dass es immer leicht auf Spannung ist, dass er sich nicht drin federn kann. Genau. Du gibst ihm so viel, wie er aber braucht. In 2 Metern Tiefe muss Noah Bohnmar das Bergeseil fest um den LKW-Reifen legen. Die anderen behalten ihn dabei im Auge. Ziemlich großes Ding, aber wenn man sieht, dass es nur die Hälfte ist. Oh, es geht manchmal alleine gar nicht. Dann sind wir zu zweit oder zu dritt. Und jetzt war es super gut, dass das Bootsteam und der Bergeteil gut helfen konnte. Jeder Tauchgang ist mit Risiken verbunden. Annika Sommerfeld und ihre Kollegen müssen daher gut miteinander harmonieren. Ich vertraue meinem Buddy mein Leben an und andersrum. Und ja, das ist ein wahnsinniges Gefühl. Und das mit dem Team macht Spaß. So. Ja, schön. Ja, Fußgängerweg. Auf dem Grund der Lahn? Wenig sinnvoll. Hier sollten keine Fußgänger unterwegs sein. Da oben ist der Fußgängerweg, ja. Ja, der Fußgängerweg, der verläuft hier über uns. Das ist diese Fußgängerbrücke. Und von da aus wird halt echt oft was runtergeschmissen. Das ist dann meistens Vandalismus. Das wird nachts irgendwie einfach reingepfeffert. Sicherheit hat bei jedem Einsatz oberste Priorität. Deshalb kontrolliert ein 2. Taucher über Wasser die Tauchzeiten ganz genau. Also wir haben immer Tauchintervalle von 30 Sekunden und sobald nach 30 Sekunden keiner auftaucht, gehen wir davon aus, dass ein Tauchunfall passiert ist. Also zum Beispiel, es hat sich jemand unter Wasser verheddert. Das ist mir selbst auch schon passiert, in 4 Meter Tiefe, musste ich mich freischneiden. Und wenn er eben in diesem Zeitintervall nicht auftaucht,
tauchen wir hinterher und leiten die Suche ein. Dann nimmt es Helfer Dennis Wilke mit einem Stück Schrott auf, das sich nur schwer bändigen lässt. Das scheint so ein Schild zu sein, so eine Markierung für Hydranten, glaube ich. War gerade halt ein bisschen schwierig, weil vollgelaufen mit Wasser. Aber jetzt haben wir es, glaube ich, leer. Jetzt gucken wir hier auch noch, was so alles dran hängt. Wir fahren schon mal hoch. Ausladen. Wir laden schon mal ab, weil das ziemlich sperrig ist. Die konnten es schon mal sortieren nach Kunststoff, Metall, Elektro. Das ist ja auf jeden Fall alles schon dabei. Glas auch ein bisschen. Ja. Und dann bleibt das andere Boot hier und dann kommt einfach so, sobald ihr soweit seid, wieder. Voll beladen fahren Ronja Sommerfeld und Dennis Wilke stromaufwärts zum vereinbarten Ablageort. Ist es schon echt viel? Was natürlich auch irgendwie erschreckend ist, dass man in so kurzer Zeit so viel Müll findet. Ist natürlich echt immer schön, wenn man nicht so viel findet. Aber es ist auch ein gutes Gefühl, alles rausgeholt zu haben. Auf jeden Fall. Ich muss noch ein bisschen vorwärts. Man treibt so schnell ab. Wir sind hier drüben, ne? Wie bitte? Wir sind hier, nicht da. Ja, sag es mal in der Strömung. Hey, lass einmal so ausreden. Das ist deutlich einfacher zu zweit. Am Ufer sortieren, wiegen und kategorisieren Thomas Schmidt und Marlin Persch den Müll. Beim Abladen wird klar, warum die Eisenstange so schwer ist. Da müsst ihr mal gucken, ob ihr das noch ein bisschen aufstampfen könnt, dass der Matsch noch ein bisschen rausgeht vielleicht. Unter Wasser geht währenddessen die Suche weiter. Ohne Ballast ist auch das Tretboot-Team schnell wieder dabei. Sie haben jetzt gerade irgendwas gefunden. Und dann werden Sie bestimmt gleich sagen, ob Sie jetzt Hilfe brauchen beim Bergen oder nicht. Die Unterwasserwelt ist einfach faszinierend. Und wenn ich dann selbst im Meer überall Müll finde und mir denke, okay, vielleicht hat er irgendwo in einem Fluss auch mal seinen Ursprung gehabt, da werde ich traurig. Und das möchte dann halt einfach hier schon versuchen aufzuhalten, holen es dann eben hoch, machen das Unsichtbare sichtbar wieder und hoffen, dass es dann mehr Leute gibt, denen bewusst ist, wie schädlich das für die Umwelt ist. Ja, da lag auch ein Fahrrad wieder. Ich gebe halt noch mit Schlauch. Schleichen. Fast zu jedem Fahrrad, das wir finden, finden wir auch ein geknacktes Schloss. Also ich glaube, dass das Deal ist gut, das dann entsorgt wird oder ja. So in der Art wird es sein, denke ich. Dann macht Annika Sommerfeld einen märchenhaften Fund. Oh, das ist ja schick. Die Lahn bei Marburg. Matthias Meder und sein 10-köpfiges Team von den Lahntauchern sind dabei, den Fluss von Schrott und Müll zu befreien. Neben Autoreifen und anderem Unrat bergen sie heute auch einen Schatz. Oh, das ist ja schick. Ja. Oh, was hast du denn gefunden? Achtung, hier nur. Ah ja, es passt ja zur Grimmschen Stadt Marburg irgendwie. Ach, ein Froschkönig. Ja, ein Froschkönig. Ach was. Das ist doch wenigstens mal was Nettes. Ja. Kannst du ein Foto machen? Das ist ja hübsch. Warte. Ein letzter Kuss, doch der Frosch bleibt Schrott. Jetzt haben wir gerade eben kurz überlegt, ob wir noch mal zu der Brücke zurückgehen, weil da doch so ein paar größere Funde auch waren. Oder ob wir noch ein bisschen Gas geben, dass wir noch zu dieser Mündung kommen. Wo wir halt auch noch mal viel vermuten. Und ja, da bespreche ich jetzt mit den anderen beiden noch mal kurz, dass sie die letzte Dreiviertelstunde bis Stunde vielleicht noch mal gut nutzen können. Die Mündung ist ein beliebter Brutplatz für Wasservögel. Die wollen die Mülltaucher nicht stören. Also wir haben jetzt noch mal gut Gas gegeben. Da drüben ist jetzt ja sogar schon die Mündung. Ich würde sagen, zur Brücke gehen wir nicht noch mal zurück. Wir merken uns aber weiterhin, dass hier auch vermutet unter Punkten eigentlich immer viel Müll ist. Ich hoffe, dass wir uns von der Mündung hier fernhalten. Dann würde ich sagen, dass wir an der rechten Uferseite hier noch mal weiter tauchen. Und dann kommen wir auch in das Gebiet, in dem wir noch gar nicht waren. Seit rund 2 Stunden trotzen die Taucher den kalten Temperaturen und der kräftezehrenden Strömung der Lahn.
ist schon unangenehm jetzt mittlerweile. Trotzdem neben Neoprenanzug und es sind wirklich gut isolierende Anzüge, 7 mm Open Cell. Das heißt, da kommt eigentlich auch kein Wasser rein, außer bei mir an den paar Stellen, die ich nicht geflickt habe, wo man Fahrradspeichen oder irgendwie rostiger Müll das aufgescheuert hat. Kaum spricht Matthias Meder von den Gefahren, die im Fluss lauern, passiert es. Hinterher bin ich gerade hängen geblieben, gell? Ich musste gerade schnell gemacht werden. Ah, die Karte war gesichert? Ja, es war noch in der Zeit alles. Ja. Ja, ich bin unter Wasser in diesem Maschendrahtzaun hängen geblieben. Das ist natürlich scheiße, wenn man die Luft anhält. Deswegen haben unsere Gürtel auch den Schnellverschluss. Den muss er dann halt abwerfen. Die nächste Entdeckung. Hier ist eine Autotür. Genau hier, aber ziemlich fest. Bergungsseil. Noah Bohnmann schaut sich das Ganze noch einmal von unten an. In 2,5 Metern Tiefe liegt sie, die schwere und unhandliche Autotür. Auf dem Boot bereitet sich Manon Böhm auf die Bergung vor. Ich bin auch mal gespannt, wie schwer es wird. Unter Wasser ist es leichter. Mal sehen, wie es dann hier wird zum Hochziehen. Ja. Ganz oft geht es halt echt darum, einfach Lösungen zu finden. Wie kriegt man was jetzt raus, was man da gefunden hat? Die Sachen sind super schwer. Und dann besprechen wir uns teilweise unter Wasser, müssen wir dann zu zweit gucken, wie kann man es anheben, wie kann man es umdrehen, wie kann man das Bergungsseil befestigen. Und manchmal klappt es auch nicht. Die Türklinke reißt wohl ab, wir müssen es irgendwie ganz drum rumlegen. Das versuchen wir gerade rauszutüfteln, wie das geht. Auch die Bootsbesatzung ist hoch konzentriert. Bevor die Taucher die Tür bergen, braucht es einen wichtigen Zwischenschritt. Okay, die Autotür ist markiert, dass wir die auch nicht mehr verlieren. Passiert nämlich häufiger, als man denkt. Man kommt hoch, hat einen mega geilen Fund, sagt seinem Buddy Bescheid, ey, genau hier unter mir ist ein riesen Motorroller oder so, ja. Die Strömung treibt einen Stück weg und auf einmal findet man es nicht mehr. Während das Team vom Boot aus die Lage im Blick behält, versuchen Matthias Meder und Noah Bohnmann, die Tür vom Grund zu lösen. Ohne Sauerstoffflasche bleibt ihnen nicht viel Zeit. Ich muss aber los, was geht? Naja, aber ist jetzt lose. Ja. Kann man drum legen. Du kannst es sein drum legen. Ich komm noch mal mit. Einmal kurz Luft holen und dann heißt es für Noah Bohnmann und Annika Sommerfeld Seil anlegen. Mit angehaltenem Atem müssen die Taucher im aufgewirbelten Schlamm den Überblick behalten. Mit vereinten Kräften gelingt es Tauchern und Bootscrew, die Tür an die Oberfläche zu manövrieren. Also, Achtung, dein Bein. Ja, mir geht's gut. Super. Ist oben. Die Tür war schon extrem schwer hochzuheben. Also ich glaube, da merke ich es definitiv. Riesen Fundstück da zu finden und das beim ersten Einsatz im Jahr, unbeschreiblich. Das macht natürlich mega neugierig, ich bin leider immer so gespannt, wo liegt der Rest davon? Das ist ja nicht nur die Autotür, die hier drin gelandet ist, vielleicht finden wir noch mehr. Merke ich mir auf jeden Fall die Stelle. Oh, Achtung, ja. Irgendjemand gut? Sollte vielleicht ganz kurz das Boot halten. Boot halten. Achtung, der Froschkönig, Achtung. Ja, schön. Ja, da fragt man sich natürlich auch erstmal, wie kam das überhaupt rein? Wahrscheinlich ein Autounfall oder irgendwas. Wenn wir nah an der Straße sind, dann kommt sowas schon öfter mal vor.
Wie viel die Taucher heute aus der Lahn geborgen haben, ist erst jetzt richtig zu erkennen. Ja, wir haben hier Kochtopfdeckel, eine halbe Sonnenbrille und echt wahnsinnig viele Glasflaschen. Ich weiß gar nicht, die haben eine Glasflasche nach der anderen hochgebracht. Hier noch ein sehr langes Kabel irgendwie oder so ein Stahlseil. Aber hauptsächlich Glas ist tatsächlich hier drin. Geht das? So, haben wir noch irgendwas? Nee, oder? Nee, da vor dir liegt halt noch ein bisschen Glas auf der Matte. Ja, genau. Mit der letzten Kiste endet der Einsatz für die Taucher. Boah, ist ganz schön kalt jetzt. Es ist halt auch anstrengend, so das ganze Schwimmen gegen die Strömung. Echt anstrengend, ja. Ich bin mal gespannt. Das ist dann immer so ein bisschen eine Überraschung, wie viel Müll dann da auf einem Haufen angesammelt ist, weil wir immer nur die einzelnen Stücke finden und mal vielleicht sehen, was auf dem Boot ist, wenn es dann gerade wegfährt zum Abladen. Aber dann jetzt hier an Land zu schauen, wie viel es dann wirklich ist, das ist immer cool. Aber die Menge an Schrott stimmt auch nachdenklich. Das ist schon traurig. Da drüben gibt es echt so eine Stelle, da waren nur Bierflaschen. Die werden da halt dann reingefeuert. Also manchen Sachen frage ich mich echt, was die Geschichte dahinter. Ein Backblech, und Fahrräder, ein Kochtopf, Sonnenbrille. Die Tür? Ja. Da bin ich jetzt auch voll neugierig, was sie wiegt. Kannst du doch halten. Ja. Auf drei, eins, zwei, drei. Okay, loslassen. Boah, stabilisierst gerade mal so ein bisschen. Boah, das ist schwer. Es drückt sich quasi einfach gerade in den Boden. Also, was haben wir da? 60, 62, 5. In weniger als drei Stunden haben sie 293 Kilogramm Müll aus den Tiefen der Lahn geborgen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir es jetzt gepackt haben. Echt mit tatkräftiger Unterstützung. Hat richtig viel Spaß gemacht. Wir konnten einiges rausholen. Vielleicht können wir es dann auch bei den nächsten Einsätzen wieder mehr genießen, wenn es ein bisschen wärmer ist. Aber alles in allem war es wirklich ein sehr guter Tag und wir waren erfolgreich. 12-mal im Jahr tauchen Matthias Meder und sein Team in der Lahn ab. Und heute hat es sich wahrlich gelohnt.